Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen ich wollte gerade Let's Play sagen. Und nein, es ist kein Let's Play, was ich jetzt zeigen möchte. Es ist ein, ich weiß nicht, Let's Show? Vielleicht passt das schon eher. Wie man sehen kann, in der Überschrift des Videos und auch hier natürlich, es handelt sich um Star Citizen von Robert Space Industries. Kann noch nie was davon gehört? Verständlich. Aber nicht verzweifeln, ich bin ja da. Was ist Star Citizen überhaupt? Das ist halt, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt kein Let's Play davon. Es ist nur eine kurze Vorschau und ich möchte euch ein bisschen was zeigen dazu und das Spiel erklären und ja, gucken wir mal rein. Ich befinde mich zurzeit im sogenannten Hangar-Modul. Das Spiel ist noch in der Entwicklung natürlich. Es wird etwa Ende 2014 rauskommen. Vermutlich. Und das Hangar-Modul ist bereits im Voraus erschienen und hier kann man sich sein Schiff angucken, was man besitzt. Man sieht, es ist natürlich eine Sci-Fi-Simulation. Wen der Name Freelancer, wenn jemand das alte, gute Spiel Freelancer noch kennt, der wird mit Star Citizen sicherlich seine Freude haben, denke ich, denn ich bin ein ehemaliger Freelancer und viele meiner Freunde ja auch. Fast mein ganzes Team, auch mit dem ich Payday zusammenspiele. Und dementsprechend freuen wir uns alle wie unglaublich tierisch auf dieses Spiel. Und deswegen möchte ich meine Begeisterung mit euch teilen. Also, ich schwafel, ohne euch überhaupt was davon zu zeigen. Also, um es grob mal zu erklären, es ist halt eine Sci-Fi-Simulation wie Freelancer. Der Macher ist derselbe von Freelancer, Chris Roberts. Ein sehr berühmter Typ, ja, halt, er hat halt Freelancer gemacht, vorher Wing Commander, wen das auch noch was sagt, das ist aber schon eine ältere Generation, auch nicht mehr ganz meine. Dann gab es noch diesen einen total berühmten Film, den werde ich garantiert in der Videobeschreibung posten, weil er mir jetzt gerade nicht einfällt, den er auch gedreht hat, aber jetzt ist er wieder bei den PC-Spielen. Explizit PC-Spiele möchte ich dazu auch sagen, der Trailer wirbt damit I am a PC-Game. Weil Chris Roberts hasst Konsolen, genau wie Dean Hall von DayZ. Und das Spiel befindet sich halt in Entwicklung und bietet jetzt schon bereits faszinierende Aspekte, muss ich sagen. Manche werden meine Begeisterung nicht verstehen, wenn sie jetzt hier, hey, cool, Hangar-Simulator, wow, er ist vom Wäschereisimulator endlich runtergekommen von dem Trip. Aber ihr werdet den Trip vielleicht nicht verstehen von mir, aber ich empfehle euch, ich stelle es auch in die Videobeschreibung, einen Trailer von den originalen Trailer, wie das Spiel später aussehen wird, und wenn euch das nicht vom Hocker haut, dann ist das Spiel nichts für euch und ihr seid, naja, ich will euch nicht beleidigen. Auf jeden Fall, und halt die Hauptseite, das Hangar-Modul gibt es durch den Early Access, den ich mir gekauft habe, auf der Webseite. Man kann die Entwickler unterstützen, indem man halt quasi sich das Spiel kauft im Voraus. Man kann halt, es gibt verschiedene Pakete. Und ja, ich habe halt das billigste Paket, wie man sieht. Halt so einen kleinen Mini-Hangar. Ja, sehr groß. Fabi, hast du gut gemacht. Und das billigste Schiff sozusagen, das ist die Aurora. Ein Schiff der Aurora-Klasse. Erinnert, wenn man Freelancer kennt, ein bisschen an den guten alten Patrioten, möchte ich meinen. Aber es sieht schicker aus auf jeden Fall, auch wenn bei mir die Grafik nicht mehr so ganz mitmacht und mein PC. Aber das Spiel ist auch der Anlass darum, warum ich mir unbedingt bemüht bin, mehr Geld zu verdienen, um ja, mir einen neuen PC zu kaufen. Warum? Am besten klickt ihr einfach 10.000 Mal auf dieses verdammte Video, damit ich ordentlich Werbungsgeld dafür bekomme. Und dann kann ich mir einen neuen PC kaufen, aber das tut ja keiner von euch. Mensch, jetzt bin ich voll enttäuscht von euch. Auf jeden Fall gibt es eine Menge kleine Futures. So zum Beispiel ein Tisch. So, ja. Das meinte ich mit, es verträgt sich nicht so gut. Fraps und das ist ein sehr aufwendiges Spiel. So, hier kann man zum Beispiel für den Anfang, kann man sich sein Schiff angucken, kann man hier reinziehen und dann kann man sich anschließend die einzelnen, ja, die einzelnen Dinge angucken. Wie die Waffen funktionieren, man kann sie ausbauen schon. Triebwerke, man kann hier oben scrollen. Allein das Menü überzeugt an sich, finde ich eigentlich schon. Denn es hat einfach extrem viel Klasse. Manchmal, es wird nur ein bisschen holprig, zum Beispiel sieht man ja halt hier links, es ist ein bisschen abgeschnitten, weil ich halt nicht richtig stehe gerade. Das wird in der Endfassung natürlich auch behoben. Ich möchte ein bisschen Werbung für das Spiel machen. Es gibt halt, man kauft sich halt ein Schiff. Und ja,
dann kann man halt, auch das Kraftwerk quasi des Schiffes ändern, die Waffen, die Triebwerke ausbauen und einbauen. Es ist alles dunkel, dementsprechend mache ich den Table wieder aus, damit wieder Licht in die Sache kommt. Wie gesagt, das ist halt das günstigste Angebot für umgerechnet 30 Euro habe ich mir gekauft. Das Endgame wird wahrscheinlich nicht viel teurer sein, dachte ich mir, aber um die Entwickler zu unterstützen, es ist ein Kickstarter-Projekt nämlich. Und wer Kickstarter nicht kennt, der soll sich mal darüber informieren. Es ist halt, dass man Geld spendet, um halt Spiele zu finanzieren, grob gesagt. Und Chris Roberts wollte anfänglich 2 Millionen Dollar haben, um das Spiel zu beginnen und vielleicht auch umzusetzen damit. Fakt ist, wir sind gerade bei 21 Millionen Dollar schon. Sprich, die Leute trauen Chris Roberts, dass er ein verdammt geiles Spiel macht. Weil wenn man sich diese Trailer reinsieht, dann muss man einfach vor Glück übersprühen. Und ich bin nicht ganz uneigennützig, möchte ich behaupten, denn da ich hier Werbung mache, wenn ihr euch das Spiel kauft, kriegt ihr nicht mehr den Alpha-Access, also den Alpha-Zugang, weil da sind mittlerweile alle Slots verlegt. Ich habe ihn gerade noch so gekriegt, möchte ich behaupten. Für Beta ist wahrscheinlich noch was frei. Aber ihr kriegt das Endgame und halt dieses Schiff als Anfang und ein bisschen Geld. Also nicht viel, es dient halt dazu, die Entwickler zu unterstützen. Und das günstigste Paket ist 30, das teuerste. Also dann gab es eins, das gab es für 250, dann gab es so eine kleine Corvette dazu. Also schon was Größeres, aber es gibt halt alles, was man jetzt im Voraus kauft, kann man halt auch dann im Spiel kriegen, relativ zügig, denke ich mal, wenn man sich ein bisschen bemüht. Und also dass es nicht Pay-to-Win ist und der Shop wird danach auch geschlossen, nachdem das Spiel halt in die Alpha gegangen ist oder in die Endphase. Und das teuerste Angebot war, glaube ich, irgendwas mit 5.000 Dollar. Da gab es halt ein richtig fettes Schiff schon dazu und so und es dient halt einfach zur Unterstützung. Und ja, jetzt hat man mein Schiff schon 10.000 Mal von außen gesehen, deswegen möchte ich mal einsteigen. Die Charaktere werden sich auch noch anpassbar sein, hoffe ich mal. Hier ist schon so die Leiter ausgefahren. Das sieht natürlich nicht so Burner aus jetzt schon. Ich meine, ich möchte keine Glatze haben, ey, das erinnert mich zu sehr an mein Real Life. Und Moment. Genau. Hier ist mein Eingang, hier hinten ist die Cockpit. Wie gesagt, es ist ein unglaublich kleines Schiff im Vergleich zu den anderen Schiffen. Also Arno zum Beispiel hat schon zwei verschiedene Schiffe, hat er sich gekauft. Ein kleiner Nerd eben, genau wie ich. Der hat zum Beispiel, kann sich schon ein bisschen mehr laufen und er hat auch Mannschaftsbetten und so. Also er hat einen kleinen Vier-Mann-Flieger. Ich habe halt einen ganz kleinen Ein-Mann-Jäger. Es können maximal zwei Leute an Bord. Wie genau das ist, erkläre ich gleich vielleicht noch. Und zum Beispiel kann man sich einfach ins Bett legen. Solche witzigen Interaktionen gibt es. In anderen Schiffen kann man zum Beispiel auch auf Flette gehen. Ist auch mal nicht schlecht verkehrt, möchte ich behaupten. Natürlich ist nicht so spannend, wenn es im Hangar steht, das Schiff. Aber ich denke mal, wenn man so im All sitzt und der Kumpel fliegt mit, hat er schon eine coole Aussicht. Möchte ich behaupten. Und er steht erstmal wieder ewig auf. Man kann sich auch schon in den Pilotensitz setzen. Das möchte ich auch gleich mal demonstrieren, wenn es dann geht. Bei meinem Schiff ist es noch ein bisschen schwierig mit dem Benutzen. Jedes Cockpit wird auch anders aussehen. Ah, es läuft diesmal ziemlich gut. Und es ist sehr interessant, wie man ins Cockpit steigt. Bei anderen Schiffen wird es noch komplexer sein als bei meinem kleinen Jäger. Hier tippt er noch daneben. Wie gesagt, es ist halt Early Alpha quasi. Und hier ist witzig. Hier rechts kann man schon meine Werte erkennen. Genau, hier links dieselben und es gibt noch deutlich mehr. Ich kann auch schon sehr sporadisch die Steuerknüppel bewegen. Ist natürlich nicht das Wahre jetzt, aber es wird auf jeden Fall noch mehr, denke ich. Also ist toller. Es gibt halt von dem kleinen Ein-Mann-Jäger, wie meiner halt, gibt es halt eine Menge. Leider. Auf jeden Fall, es gibt halt auch Schiffe, wo man zu viert oder so rein kann, wie die Freelancer. Ja, sie wurden vielleicht nach einem alten Spiel getauft. Fand ich sehr schön. Es gibt verschiedene Arten von Schiffen halt. Es gibt diese Jäger wie meins oder halt auch richtig Schlachtschiffe, Fregatten oder halt auch Erkundungsschiffe wie Arno 1 fliegt. Die Freelancer ist halt ein Erkundungsschiff, wo halt mehr Platz ist für Frachtraum und Sprit. Also man braucht auch Treibstoff halt, um weiterzukommen im Gegensatz zu Freelancer. Und es soll viele Möglichkeiten geben, halt in dem Spiel zu interagieren. Zum Beispiel ist, das Schiff kann man versichern lassen und wenn das Schiff zerstört wird, dann dauert es vielleicht eine Zeit lang, bis das Schiff ersetzt wird dementsprechend.
Es gibt auch sogar Versicherungsbetrüger, also dagegen kann vorgegangen werden, also durch NPCs. Es ist nicht illegal, also es ist nicht gegen das Spielprinzip, versuchen eine Versicherung zu betrügen. Man kann halt Pirat und Kopfgeldjäger sein, wie immer, aber wenn man wird halt rausgeschossen und dann kann ein Freund ihn halt einsammeln und dann kann der halt auf dem Schiff rumlaufen. Man kann auch die Kontrolle des Schiffs einfach abgeben an jemand anderen, falls du vielleicht mal auf die Toilette musst oder so, und dann fliegt der andere kurz oder so für die Zeit, bis das Schiff ersetzt ist. Ansonsten kann man sich auch Schiffe mieten für Aufträge, damit man wieder hochkommen kann. Und natürlich gibt es auch verschiedene Aliens wieder. Alienrassen, es gibt halt eine Menge zu erfahren, und auf Flachschiffen zum Beispiel gibt es auch wieder natürlich gibt es nicht nur, man kann nicht nur rumwandern auf Schiffen, wenn der Kollege fliegt, sondern es gibt auch halt Schiffe, wo man nochmal extra Geschütztürme bedienen kann, wie auch Fregatten oder Schlachtschiffen. Es gibt halt auch richtige Trägerschiffe, wo man richtig drin landen kann als Spieler. Das gab es bei Freelancer nur als Mod leider. So dass man wirklich mit ein paar Dutzend Jägern oder so in einem anderen Schiff landen kann und richtig planen kann, wie man erkundet. Das Universum wird wahrscheinlich weiter ausgebaut, stetig in der Endphase. Das heißt, es werden immer neue Systeme dazukommen, und das Interessante ist, sie werden nicht auf der Sternenkarte vermerkt am Anfang. Sprich, Spieler haben die Möglichkeit, Sternsysteme zu entdecken und sie danach zu benennen nach irgendwas, was ihnen einfällt. Ja? Zum Beispiel das Slaughter Drake System. Hey, vielleicht, das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Eigentlich werde ich mich in dem Spiel wahrscheinlich One Drake nennen. Einfach nur aus Prinzip. Es gibt übrigens eine große Schiffsfirma in dem Spiel, die heißt irgendwas mit Drake Enterprise oder sowas. Und auf jeden Fall gibt es auch Alien-Rassen, verschiedene wieder, 5 oder so. Es gibt freundliche und feindliche diesmal. Im Mittelpunkt stehen diesmal die gefährlichen Vanduul. Die sehen nicht gerade harmlos aus, möchte ich meinen. Kann man sich schon ein paar Bilder davon ansehen, von den Schiffen und so, und die haben scheinbar die gefährlichste Technologie überhaupt. Auf jeden Fall, da kann man sich auch wiederum auszeichnen. Man kann richtig viel Geld machen, indem man halt Dinge entdeckt, auch überhaupt erst einmal Universum, also Sprunglöcher sozusagen, wie im Freelancer-Style. Oder halt auch neue Rassen kann man, also man kann nur Aliens entdecken sozusagen, nur eine neue Spezies finden. Gibt dann wahrscheinlich auch eine Menge Asche, und man kann halt Informationen verkaufen an NPCs oder an Spieler natürlich wiederum auch. Es soll auch möglich sein, wenn man ein sehr guter Pilot ist, also so wie ich, soll es auch möglich sein, andere Schiffe zu kapern. Sprich, man kann andere Schiffe klauen in einem Bodenkampf. Es wird auch Bodenkämpfe geben, und für jede Million, die jetzt noch in das Spiel einfließt, werden neue Futures bereitgestellt, die dann im Endgame drin sind. Daran wird halt gearbeitet, und dementsprechend ist halt nicht uneigennützig, wie ich bereits gesagt habe. Und aber langsam gehen die, ich glaube, langsam gehen die Entwickler einfach schon die Ideen aus, weil, wie gesagt, 2 Millionen war vorgeschlagen, wir sind bald bei 22 Millionen. Und bis dahin haben sie erstmal nichts mehr geplant, nichts Neues. Mit dabei sind übrigens auch über 280 Leute, die an diesem Spiel arbeiten, darunter auch Luft- und Raumfahrtingenieure und ähnliches und Physiker, die halt gucken, ob das physikalisch alles möglich ist und die Form der Raumschiffe halt danach bestimmen. Und das Design, also Chris Roberts versucht wirklich intensiv daran, das Spiel realistisch zu halten einigermaßen und es für den Spaß zu sorgen. Ich hoffe, ich habe eure Neugier jetzt ein bisschen damit geweckt. Na klar, mein Schiff sieht nicht besonders ansehnlich aus und die Grafik ist hier auch nicht. Bei anderen sieht es wahrscheinlich, bei euch sieht es wahrscheinlich deutlich besser aus. Ich hoffe, bis zum Release, also Ende nächstes Jahr, werde ich einen besseren PC haben dafür. Ich suche schon kräftig Jobs dafür, nur dafür. Und ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen. Ich werde die Links reinposten. Guckt euch auf jeden Fall in den Trailer an, auch wenn ihr jetzt nicht überzeugt wart. Denn dieser Trailer wird euch überzeugen. Oder lest euch in die Webseite ein, das wird euch noch mehr überzeugen. Denn man kann einfach nicht mehr aufhören, daran zu denken. Man träumt schon regelrecht davon. Und von meiner Seite war es das aus. Ich werde euch wenn das nächste Modul rauskommt, sprich das PvP, so ein Modul, also endlich das Kampfmodul, dann sehen wir auch mal was anderes außer die Hangartür, werde ich euch wieder ein Let's Play geben und werde euch möglichst gut auf dem Laufenden halten, wenn halt Wichtiges ansteht. Ansonsten kommen wöchentliche neue Updates auf der Webseite, also es sind unglaublich viel Öffentlichkeitsarbeit, hängt hinter diesem Spiel her, weil einfach wirklich viel dran gearbeitet wird. Man hört wirklich jeden zweiten Tag quasi von diesem Spiel, dass da irgendwas Neues rausgekommen ist, also irgendwas Neues entwickelt wurde. Auf die Seelenseite, nicht so wie bei DayZ, man munkelt immer noch, wann es rauskommt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt
auf meinem Kanal und bleibt bei Star Citizen. Bis dann, Leute.